gilt die Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro auch nach Ende 2022 weiter. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ende des Jahres 2021 wurde durch den Gesetzgeber die Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro beim Hinzuverdienst neben einer vorgezogenen Altersrente für das Jahr 2022 festgeschrieben. Damit ist klar, dass diese durchaus hohe Hinzuverdienstgrenze für das Jahr 2022 weiter fortgilt. Rentnerinnen und Rentner können sich also im Jahr 2022 über einen anrechnungsfreien Hinzuverdienst ab Rentenbeginn von oder bis 46.060 Euro freuen. Die Ampelkoalition will diese Hinzuverdienstgrenze entfristen. So steht es im Koalitionsvertrag der Ampel geschrieben. Was das Wort Entfristung bedeutet, ist unklar. Licht ins Dunkel könnten Aussagen zweier Politiker aus den Reihen der SPD und der Grünen gebracht haben. Und zwar Anfang des Jahres 2022 hat der rentenpolitische Sprecher Kurt von den Grünen und der SPD-Mann Bernd Rützel, seines Zeichens Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und Soziales, bestätigt, dass die Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro auch nach dem 31.12.2022 weiter gelten soll. Die Ampelkoalition will genau diese Hinzuverdienstgrenze weiterlaufen lassen, also die Befristung bis zum 31.12.2022 soll dann wegfallen. Das heißt also, genau dort beginnt dann die sogenannte Entfristung. Die Deutsche Rentenversicherung hat nach Aussagen dieser beiden Herrschaften positive Erfahrungen mit der höheren Grenze gemacht. Der Verwaltungsaufwand in der Abarbeitung der Rentenanträge sei deutlich niedriger als mit der geringeren Grenze von 6.300 Euro. Das ist für mich auch klar und nachvollziehbar. Und die 46.060 Euro setzen natürlich auch enorme Anreize für ältere Menschen, nach Rentenbeginn weiter zu arbeiten und auch in das SV-System einzuzahlen. Wir brauchen zukünftig auch die Rentenversicherungsbeiträge, das ist ganz klar. Die Rentenberater von Rentenbescheid24.de sagen, die dauerhafte Geltung der 46.060 Euro Hinzuverdienstgrenze über den 31.12.2022 hinaus ist eine gute Sache, bringt viele Vorteile und Nutzen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine vorgezogene Altersrente beziehen, aber auch für den Staat als Steuereinnehmer und die Rentenversicherung als Beitragsempfänger. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.